Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Ja, ich bin zurück. Ich bin zurückgefahren, fix. Und habe die Sachen hier hingelegt und bin dann wieder zurück, also wieder hin und habe da so eine kleine Mini-Basis errichtet. Und dann habe ich mir, warte mal, wie sieht denn das hier aus irgendwie? Der zog vorhin ganz schön viel. Das geht. Okay, und dann habe ich mir mal einen Zettel gemacht, weil ich ja wirklich hier vom Hundertsten ins Tausende komme und überhaupt nicht weiß dann mehr, was ich alles machen möchte und was vergesse und so weiter und so fort. Ja, also als erstes, warte mal, stehen da Einpflanzen, genau, das mache ich. Raum für Übersicht, ach hier diesen, wie heißt der, warte, hier der, nee, das nicht, das, Observatorium, Raum für Übersicht, was habe ich denn da geschrieben? Tiefenmodul Motte, Strahlenanzug, den habe ich schon gemacht mir, genau. Wasseraufbereitung, die habe ich jetzt, da habe ich das Zeug hingefahren zur zweiten Basis. Das habe ich jetzt hier noch nicht. Soll ich das hier machen noch? Ich mal sehen. Scannerraummodul, das habe ich auch schon gemacht. Ja, da habe ich dann das alles in der Übersicht, das ist cool. Und dann die Basis erforschen, das machen wir dann als nächstes. Und dann Aurora Treffpunkt. Hier, den, das machen wir dann als übernächstes. Und dann soll ich ja die Insel nochmal erforschen. Das werde ich dann auch noch machen. So, und jetzt fällt mir aber noch was ein. Jetzt fällt mir noch was ein, weil ich glaube, das fällt mir ein. Das machen wir am besten gleich. Weil ich das sonst ja wieder vergesse. Das steht nämlich gar nicht auf meinem Zettel. Lithium, viermal Lithium. Oh Gott, hoffentlich habe ich so viel Tauchflasche mit hoher Kapazität. Dann nehme ich einfach mal die. Okay, und Lithium. Lithium war dann bestimmt selten. Lithium, gut. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann müsste das klappen. Da haben wir dann erstmal ein bisschen mehr Sauerstoff. Super. Mal sehen, wie viel wir haben. Also wir hatten jetzt, was hat man gesagt? Irgendwas 130 oder so, ne? Bin ich gespannt jetzt. Und 90, 100, 150, 170, 225. Das ist lässig. Das ist cool. Das, ach ja, genau, die wollte ich mitnehmen. Dann rüber, weil ich dort noch ein paar Kästen hingesetzt habe, aber ich will die dort einpflanzen. Da werde ich das am besten mal folgendermaßen machen. Wobei, ich habe bloß die klein gemacht, da geht ja eh bloß einer hin. Okay, da tue ich die klein mal hier rein. Da bin ich die nämlich los. So, habe ich die eigentlich schon ausgeräumt? Ja, die habe ich schon ausgeräumt und, warte mal, nee, das war alt und das erstmal weg. So. Nee, das war jetzt eher. Nee. Hoch, Junge, hoch. Einfach. Genau. Ganz ruhig. Alles ist gut. Wir schaffen alles. So, trotzdem renne ich. Ja, dann. Also einpflanzen, erstmal einpflanzen. Ich meine, das. Selten, nee, hatte ich nicht. Wo war das? Halbzeug? Kram? Exotisch? Nee, da war das Ei. Und so anderer Kram. Wo habe ich denn das? Ach, ich habe ja da hinten die. Ja. Hier. Die habe ich doch, oder? Nö, hier? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Kriegen wir alle unter. Ich meine, die anderen, die wiederholen sich ja, dann sonst rennen wir halt dann nochmal raus. Okay. Jetzt lassen wir das erstmal ein, was wir von da unten hochgeholt haben. Ist sowieso Nacht. Insofern ist das eigentlich immer eine coole Sache. Nachts, ja, da habe ich auch schon ein paar gesetzt. Die sind ja eigentlich billig. Ist ja nur Titan. Ja, genau. Welche nehmen wir da? Dann nehmen wir erstmal die. Genau. Mal sehen, wie die dann aussehen. Und dann machen wir hier die hin und hier machen wir das hin. So, jetzt holen wir die noch schnell und dann haben wir eigentlich die Sachen auch absolviert. Kann ich dann einen Haken machen oben. Ich bin mir aber nicht sicher, hatte ich die irgendwo anders noch selten? Nee, selten war das nicht. Kupfer, exotisch. Ich bilde mir ein, exotisch hatte ich was, aber ja, habe ich das Ei nur und die Sachen, okay. Egal, wenn wir irgendwas finden, dann pflanzen wir es noch ein. So, das waren ebenfalls Eier. Das war noch das Blutöl. Das kann ich jetzt noch nicht verwenden.
Genau, die Sachen pflanzen wir noch ein. So. Ich finde das immer eine angenehme Sache, wenn man dann überall Haken dran machen kann. So, wir hatten jetzt die Dinger, die waren hier vorne. Yep. So. Okay, das wächst. Das ist perfekt. Da werde ich das derweil mal vermehren. Wie viel brauchen die eigentlich? Sind die groß? Ach, die sind groß. Okay. Gut. Machen wir wieder hier unsere bewährte Methode. Super. Dann ist das fertig. Dann noch das. Sind die auch groß? Die sind auch groß. Ah, müsste reichen, oder? Perfekt. Da haben wir eigentlich alles hier. Ah, nee, hier noch. Das hier noch, genau. Nee, das war falsch. Nee, Quatsch. So, und 1, 2, 3 und eine noch. Gut. Gut. Das hier, Wickelpapyrus. Ja, das ist zwar mehr Unkraut, finde ich. Aber wir machen das trotzdem mal. Gut. Alles klar. Super. So, was wollte ich jetzt? Was sagt mir der Zettel weiter? Raum für Übersicht. Tiefenmodul-Motte. Tiefenmodul-Motte. Das machen wir erstmal. Mal sehen, ob wir das schaffen. Tiefenmodul. Wir haben jetzt die 1. Genau. Oh Gott, da brauchen wir eine ganze Menge. Tiefenmodul-Stufe 1. Kann ich das eigentlich kombinieren? Also kann ich mehrere Module reinbauen? Das weiß ich gar nicht. Könnte ich jetzt zum Beispiel 4 Stiefen, Tiefenmodule 3 reinbauen? Ah, okay, ich will auf jeden Fall 2. Das heißt, Tiefenmodul 1, da baue ich das mal aus. Oder ich check mal, wie teuer das ist. Ich probiere das mal. Das können wir gleich mal checken. Wir können das gleich mal checken. Universalmodul. Seematte, das ist. Das könnte man doch auch dann machen. Wir können eigentlich alles machen hier. Tiefmodul. Titanbahn und zweimal Knas. Titan. Ach, wir bauen das aus. Nee, wir kosten. Wir testen das. Titanbahn und zweimal Knas. Titanbahn und zweimal Glas. Okay. So. Naja, ist ja ein Hin und Her gelaufen. Gut. Beziehungsweise wir können das eigentlich gleich mal testen, ohne das zu machen, weil wir knallen einfach mal das Ding rein. Das heißt, wenn wir 2 haben, müssten wir ja vielleicht nicht stapelbar. Ja, nicht stapelbar. Okay. Sehen wir es? 300 Meter. Nee. Okay. Das stapelt sich also wirklich nicht. Also, gut. Schade. Da habe ich das jetzt umsonst gemacht. Habe ich die Ressourcen umsonst vergeudet? Kriege ich die irgendwie wieder? Das ist natürlich blöd. Kriege ich die irgendwie wieder? Schade. Ich meine, ich kann die in den. Könntet ihr jetzt hier rein in den Papierkorb? Da sind sie weg. Nee. Schade. Na gut, okay. Okay, also Plaststahl, Magnetit und emailliertes Glas. Plaststahl. Magnetit. Habe ich noch Magnetit? Selten, hä? Nee. Ja. Zweimal, oder? Plaststahl, Magnetit und emailliertes Glas. Emailliertes Glas? War das emailliertes Glas? Oh, ich hab's schon vergessen. Ich nehme es trotzdem mal mit. Emailliertes Glas? Das war was anderes. Oder doch? Doch, das war emailliertes Glas, aber nur einmal. Gut. So, warte mal. Wenn ich jetzt die 3 mache,
Plaststahlbaum, den habe ich ja jetzt nicht mehr. Habe ich ja gerade verbraucht. Rubin hätte ich, glaube ich, noch. Was brauche ich denn für einen Plaststahl? Was war denn das? Plaststahl. Lithium, Titanbahn. Titanbahn. Machen wir hier mal Titanbahn. Zick, zick, zick. Und dann, haben wir gesagt, Lithium. Und wie viel Lithium? Zweimal, ich glaube, das hat man noch, oder? Ah, es wird knapp langsam. Oder? Yep. So, und dann nehmen wir noch die Rubin mit. Rubin haben wir ja Menge gehabt. 1, 2, 3, oder 4. Ich nehme mal 4 mit. Schaff's wieder zurück. So, also genau. Tiefenmodul 3. Jetzt sind wir auf der sicheren Seite, denke ich. Das ist eine coole Sache. Gut. Und wir hätten... Tiefenmodul 3. So, jetzt haben wir natürlich das Tiefenmodul 1 übrig. Will das jemand haben? Zerstörung zu 900 Meter. Cool. Okay, habe ich übrig. Macht nichts. Kommt hier rein. So. Gut. Tiefenmodul, Haken. Strahlenanzug habe ich. Wasseraufbereitung. Lasse ich jetzt erstmal. Ich habe da drüben noch eine. Sieht hier aus. Hier ist gut. Ich schaffe die Sachen noch rüber. Ein hin und her geflitzt. Eigentlich wollte ich ja... Nee, Quatsch. Hier. Okay. Das kommt hier rein. Und das kommt selten. Super. So, jetzt... jetzt brauchen wir eigentlich erstmal was zu essen. Gut, und dann ist jetzt die Frage, eigentlich können wir jetzt losmachen, die Basis erforschen. So, ich habe jetzt, okay, nee, was war jetzt noch? Raum, den Raum. Das ist halt die Frage, ob ich den jetzt noch mache. Ich mache das vielleicht, wenn ich da wieder da bin. Ich muss dann jetzt nicht alles hier von meiner Liste abhaken. Wir wollen ja ein bisschen weiterkommen. So. Das Einzige, was ich noch machen könnte, war, ich könnte nochmal den Scannerraum testen, ob da irgendwas Cooles noch ist. Und zwar hatte ich nämlich was gesehen. Datenbox gab es hier. Frack kann man auch noch machen. Wir machen mal Datenbox. Sehen, ob da dann irgendwas angezeigt wird. Hier ist eine Datenbox. Und die müsste ja da sein. Cool, da fahren wir gleich mal hin. Da fahren wir gleich mal hin und checken das mal und machen dann eigentlich gleich weiter. Beziehungsweise... Augenblick. Ich will ja noch was mitnehmen. Hier. Hier will ich mitnehmen. Essen. Nicht, dass dann wieder was passiert, dass ich dann hier wieder Probleme habe mit Essen und Trinken. So. Also. Checken wir mal das Daten. Modul. Datenbox. Mal sehen, was da drin ist. Natürlich dann nicht schlecht. Wahrscheinlich ist es so, das zeigt es mir dann an, das was noch da ist. Also wenn ich jetzt keine Module mehr habe hier, dann gibt es hier wahrscheinlich auch keine, oder? Datenbox, das zeigt mir jetzt wahrscheinlich dahinter. Dahinter? Ah, Alter. Cool. Cool, cool, cool. Und das, ach, hier war das doch, meine Fresse, hier war das doch hier, das ja, das erste Mal. Na hier, ihr wisst schon. Hier. Das meinte ich. Okay. Also, wir können ja jetzt aufschneiden. Habe ich das mit jetzt? Ja, ich habe es mit. Okay, bauen brauchen wir jetzt nicht. Das heißt, wir schneiden auf. Ach nee, das geht nicht.
Warum geht das hier nicht? Ach, das ging nicht. Wenn man, das ging nicht. Warum ging das nicht? Muss ich, kann ich irgendwie hier hinter? Ja, hier komme ich hin, aber irgendwie bringt das mir nichts. Und das? Oh, ein Pirscher. Alter. Hast du schon gescannt? Ich habe dich schon gescannt. Na gut, dann tust du mir nichts und ich tu mir nichts. Ach, das war ein altes Detail. Datenpad. Komme ich von oben ran? Hier ist noch mehr altes Titan. Schon mal fallen lassen, ha? Komm ich hier rein? Nö. Wie komme ich denn da rein? Muss doch gehen. Ja, ja. Komme ich denn da rein? Also von der Seite nicht. Von der Seite auch nicht. Von unten. Von der Seite nicht. Und von der? Ah, Alter. Hier war ich. Dummes Vieh. Ich habe dich da noch Frieden gelassen. Alter. Irgendwas Neues? Nee. War denn das? Okay. Kann ich irgendwas scannen hier? Ach ja, ich wollte noch was machen. Genau, ich wollte eine Taschenlampe machen. Das wurde mir auch empfohlen. Signalbojenfragment. Okay, das ist ja wahrscheinlich nur alt. Weil, okay, da haben wir es zumindest mehr gemacht. Das Signal. Gut, nee, ich wollte nämlich eine Taschenlampe. Craften. Na gut. Vielleicht machen wir das dann, wenn wir dann dort sind. Bei der anderen Basis. So, Motti. Hier ist Motti. Das ist meine Motti in Ruhe. Was machen die denn da? Die lieben die Motti? Seid ihr nicht ganz knille? Wird die beschädigt? Nö, dann lass die mal schön in Ruhe. Ha, das sind Typen. Das sind Typen. Hier, Höhlenbasis. Genau, da will ich hin. So. Okay, bis 900 Meter, das ist lässig. Ich habe einen Strahlenanzug an, das war billig, das war bloß Geflecht und Blei. Und da kann ich sozusagen mich in Ruhe da unten bewegen. Super, 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 super. So. 200 Meter, jetzt müsste gleich kommen. Also da ist jetzt nichts weiter. Ich habe glaube einen Raum nur. Ich hatte dann überlegt, noch einen zweiten Raum mit Bioreaktor. Ich habe das aber erstmal gelassen dann. Hat nur viele von den, naja, wisst schon hingesetzt hier. Solardings. So, warte mal, wie sieht es eigentlich mit Energie aus? Das könnte ich eigentlich. Da mache ich erstmal Licht aus. Dann gehen wir hier raus. Ja, dort meine Gravitationsfalle, die wollte ich eigentlich damit mal runternehmen. Mal checken, ob wir irgendwas machen können. Genau, hier. Cool. Warte mal, dann machen wir erstmal. Das nehmen wir zu uns. Und dann nehmen wir das zu uns. Und das machen wir ebenfalls weg. Und das tun wir dann hier hin. Das brauche ich nicht. Und die haue ich auch erstmal hier hin. Das ist gut. Und das Essen nehmen wir mit, obwohl ich hier schon was drin habe. Und dann wollte ich die Beetkästen bestücken. Genau. So, das hatte ich dann hier. Ja, super. Schon wieder dunkel? Das war doch gerade dunkel. Was ist denn das? Ich verstehe es nicht. Warte mal, machen wir mal das. Und vielleicht können wir noch einen zweiten machen. Wir hatten doch, das war doch eigentlich nur Titan, oder? Das war doch nur Titan. Genau. Nur Titan. Weil da haben wir ja was zu essen, wenn es dann wirklich mal enge wird. Auch einfach hier hin. Ne? Hier hin, ist egal. Machen wir hier hin. So, ansonsten machen wir da wieder weg. Ja. So, gut. Super. Dann das Bauen ist erledigt. Dann nehmen wir uns den Schneidbrenner hier hin und eigentlich, ja, ja. Geht's los? Wir brauchen eigentlich nichts weiter, oder?
Medizin habe ich eins. Oder ich kann vielleicht noch ein zweites mitnehmen, ne? Ja, sicher. Gut. Welcome aboard, Captain. Gut. Los geht's. Wir versuchen uns jetzt mal in der Basis umzusehen. Letztes Mal, ich meine, ich muss wahrscheinlich einfach nur ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Girlanden. Das heißt, langsam rein. So, ich, warte mal, wie war das eigentlich? Immer rechts rum hatte ich ja irgendwie so. Genau, rechts rum. Hier vorne war das. Und dann ging es, glaube ich, weiter. Ja, dich lasse ich in Ruhe. Ich habe schon ein Ei von dir. Ich habe das nur irgendwo. Doch, ich hatte das irgendwo. Und dann gehen wir mal hier vor zu der anderen Basis. Und checken jetzt mal die Sachen, die es dort gibt. Genau. Kann es sein, dass es irgendwie langsamer fährt, Motti, als jetzt ohne die Panzerung? Oder das Tiefenmodul bilde ich mir irgendwie ein, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal ein bisschen weiter hoch. So. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja, ja, okay. Ach so, ich habe das Sauerstoffding nie mit. Ich hatte ja diesen Helm mal gemacht. Probier mal ganz vorsichtig. Ich glaube, da geht das. So, und das A und O ist jetzt das Scannen. So, das hat man alles schon. Genau, wenn man ganz vorsichtig macht, dann geht das. Mit ja. Okay, oder mache ich hier noch was? Das ist alles okay. War hier irgendwas drin? Signal location uploaded to PDA. Oh, okay. Dilemma, warte mal. Ich wäre erstmal. Integrating new PDA data. Ich wäre erstmal scannen. Ich muss natürlich dann mein Sauerstoff in Sicht haben. Oder ich mache nochmal zurück. Ist ja durchgeschwommen einfach. Ich mache nochmal vorsichtig zurück. Und dann gehen wir nochmal rein. Das ist halt eben doch blöd. Den hätte ich wahrscheinlich mitnehmen sollen. Wirklich nur, wenn ich in Radioaktivität komme. Dann 30 Sekunden. Den aufsetzen. Das war ein Fehler. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Na gut. Dann müssen wir uns hier langsam vorarbeiten. Auf jeden Fall ist es zumindest, wenn man es langsam macht und nicht durch diese Dinger schwimmt, geht's. Vorsichtig unten so ein bisschen. So, warte mal, dann machen wir erstmal nach rechts hier. Kann ich hier hoch? Kann ich hier die Leiter benutzen? Ja. Aber wahrscheinlich gehst du mal hoch, oder was? Okay, hier ist nix. Ist auch PDA ist hier. Cool, hier sind nur die PDAs hier. Aber an sich ist er dann. Okay, warte mal, da kann ich eigentlich hier runter, oder? Komm, vorsichtig. Ah ja, okay. Kann ich irgendwie hier hinter? Ich versuche mal hier hinter. Vielleicht ist ja da irgendwas. Nee, hier ist nichts. Komm ich hier raus? Auch nicht. Okay. 100 Sekunden, da waren wir dort. Probier es jetzt nochmal hier. Letzten Endes gibt es ja gar nichts, was wir hier irgendwie finden können. Cool ist doch ein Doppelbett. Na logisch, alleine. Ich bin alleine und es gibt ein Doppelbett. Okay, machen wir erstmal wieder zurück. Und dann machen wir den letzten Raum nochmal. Hallo. Irgendwie bleibe ich hier immer hängen wie so ein Depp. Seconds.
Was war denn das? Assi-Ding. Alter. Dann habe ich auch noch falsch getippt. Also es ist ja nie linke Maustaste, sondern rechte Maustaste ist der Angriff. Oh, Alter. Bin ich irgendwie verletzt, ne, es geht. Okay, also noch einmal. Ich will das jetzt noch abschließen heute. Verschwinde. Bleib dort. Ha. So, jetzt. Also sozusagen in den letzten Raum. Und dann checken wir mal, was wir da noch finden. Irgendwie cool ist. Ich finde mal doch noch irgendwas. Und dann gucken wir uns mal in Ruhe die... Geht doch mal weiter hier. Warum? Was bleibt denn hier mal hängen? Okay, das Bett hatten wir schon. Die Wand hatten wir auch schon. Hier ist nichts drin. Da hinten ist noch was. Hier, Datenbox. Nix. Nimm mal den PDA. Gut. Okay, liebe Leute, das war's ja. Ich dachte, hier ist ein bisschen mehr. Ich meine, gut, die PDAs, die schauen wir uns. Wollen wir uns die da anschauen? Die schauen wir nach. Alter, geht doch mal, schwimmt doch mal hier lang. So einfach nur hier lang schwimmen. So, warum bleibt denn immer hängen? Irgendwo mit meinen breiten Schultern wahrscheinlich, ja? So. Gut. Okay. Oh Gott, 48% verschwinde. Warte, verschwinde. Vieh, 48%, das habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ist er noch da? Ist noch da. Ich schwimme weg. 48%, ich muss reparieren. Gut. Ich gehe mal hier in diese Ecke. Immer noch da? Nee. Motti. Nee, ach, jetzt geht das schon wieder los. Aussteigen. 2, reparieren. Okay, nochmal. 2. Warum wackelt denn das immer? Jetzt muss echt, das ist krass. Wir haben's. Okay, gut, liebe Leute. Ich mache erstmal Schluss. Der bohrt sich ins Gestein weg, Alter. Ich mache erstmal Schluss und wir sehen uns dann das nächste Mal.